Einen wunderschönen guten Abend am nunmehr 24. September 2020. Es geht hier wieder in die Abendstunden. Da hinten geht die Sonne schon wieder unter, zumindest für den heutigen Tag. Aber auch hier hinter mir hat sich einiges getan. Und vor allem im Vergleich zum letzten Mal sollte doch ein deutlicher Unterschied auffallen. Das Gerüst, das nämlich das Haus eingekleidet hat, wurde abgebaut. Und mittlerweile sieht das Ganze jetzt halt aus wie auch tatsächlich ein Haus. Es fehlt halt jetzt noch hier die Wärmedämmung, die Volldämmung und auch der Putz, der Außenputz mit der Farbe halt von außen, aber zumindest steht es jetzt mal frei. Man sieht die Fenster, man sieht das Dach und ja, schaut halt aus wie ein Haus. Das ist doch ganz angenehm und insbesondere auch aus funktionaler Sicht ist das deutlich praktischer, weil man jetzt hier die Fenster, die bodentiefen Fenster hier eben nutzen kann, um das Haus zu verschiedenen Richtungen zu verlassen. Man muss sie halt da nicht bücken, kann Material reinschleppen, das ist schon ganz praktisch so. Hier vielleicht noch so eine kurze Tour um das Haus herum. Also das ist jetzt eben die Frontansicht von der Straße aus gesehen. Hier in dem Bereich würde ja dann die Garage und die Einfahrt hinkommen und so weiter. Das wäre dann eben die Seite zur Straße hin mit den drei bodentiefen Fenstern, um da halt Licht hineinzubringen. Dann wird hier irgendwie so ein Terrassenbereich sich befinden. Dann geht es hier um die Ecke herum. Und hier gibt es ein Gefälle, da geht das Geländefeld hier eben herab, um dem Fenster da Platz zu geben. Das Fenster hier, das ist dann eben eins von zwei in diesem Raum, das ist das spätere Büro. Diese Vertiefung hier geht auch einmal ums Haus herum. Da gehen wir jetzt einfach mal von der anderen Seite hin. Ich gehe jetzt hier quasi wieder zurück über den späteren Terrassenbereich zum Hauseingangsbereich, also zur Haustür. Die befindet sich jetzt hier rechts um die Ecke. Auch hier quasi, jetzt kann man schon die volle, also die Fassade sehen. Hier ist die spätere Haustür, aktuell hat noch so eine Baustellentür, die gerade offen steht. Und hier ums Eck herum gibt es eben diese Vertiefung, die dann hier wieder nach oben geht. Und auch an dieser Seite gibt es eben dann nochmal Kellerfenster. Und diese Seite selbst schaut so aus. Da gibt es eben zwei kleinere Fenster für das WC bzw. diesen Garderobenbereich. Und dann halt diese zwei hohen Fenster für das Treppenhaus sowie ein weiteres Fenster da oben für eins der beiden Kinderzimmer. Ja, ansonsten, was tut sich hier inne? Was hat es in den letzten Tagen getan? Im Wesentlichen immer noch dasselbe Thema, die Elektroinstallation. Da ist ja bei der Anzahl an Dosen einfach eine Menge zu tun. Ich hatte ja das letzte Mal hier die Lampe montiert mit diesen zwei LED-Röhren. Mittlerweile habe ich das ein bisschen ausgebaut. Also für diesen Bereich reicht das super aus. Da hinten war es dann doch wieder ein bisschen dunkel. Also habe ich da noch eine zweite hingehängt, das mit dem Kabel miteinander halt verbunden. Ich habe da irgendwelche Reste von Lehrern immer so zugeschnitten, kurze Schnipsel, da das Ganze durchgesteckt, damit das dann halt an der Decke mit diesen Clips befestigt werden kann, damit das Kabel an der Decke kleben bleibt. Und auch hier, beim letzten Mal war das noch provisorisch direkt in der Steckdose drin. Jetzt habe ich das mal ein bisschen hier optimiert, verbessert. Das ist natürlich nach wie vor ein Provisorium, aber zumindest gibt es halt jetzt hier tatsächlich einen Lichtschalter, wie man es kennt. Und wenn man den betätigt, dann geht hier auch das Licht ein. Und jetzt werde ich halt solche Lampen dann, oder das ist zumindest der Plan, in jedem Geschoss oder beziehungsweise in jedem Zimmer, wo halt noch was fällig wird an Dosen, an Arbeiten, werde ich eben diese, irgendeinen Schalter oder die Lampen montieren und dann pro Stockwerk vielleicht einen Lichtschalter oder so machen. Einfach nur, dass man das ein bisschen hier abschalten und einschalten kann, damit nicht immer alles leuchtet. Überall findet man sie hier dann doch nicht. Aber grundsätzlich ja, reicht das dann für die Beleuchtung vollständig aus. Ist ein bisschen Arbeit, so eine halbe Stunde, Stunde braucht man dann doch mit dem Kabel ziehen, mit dem Aufhängen und so weiter und so fort. Aber das lohnt sich allemal, weil ansonsten man halt mit Baustrahlern, die ich hier auch vor Ort habe, aber da muss man immer mit den Kabeln hin und her und richtet irgendwie einen großen Kabelsalat nur an. Das Licht ist dann nie an der Stelle, wo man es braucht. Das taugt mir so wesentlich besser. Was man hier ansonsten eben auch sehen kann, ist, dass hier in diesem Küchenbereich im zukünftigen, da hängen schon Leerrohre irgendwie aus der Wand heraus oder die Dosen sind schon eingesetzt. Und zwar habe ich mir das jetzt so gedacht, dass ich in den anderen Zimmern habe ich das irgendwie so immer ein bisschen zimmerweise gemacht, habe halt da die Dosen eingesetzt, die Leerrohre zugeschnitten auf die richtige Länge, das Ganze vermessen. Zum Teil, in vielen Fällen, musste man halt auch nochmal ein bisschen dann irgendwie hier was zusätzlich raushauen, dass es dann doch eben nicht gepasst hat, wenn man dann mit dem Laser mal guckt, dass man
beim Bohren oder so verrutscht oder hat das vielleicht nicht genau angezeigt gehabt oder was auch immer. Letztendlich ist da quasi fast bei jedem Loch irgend so ein Eckchen, was dann doch stört, damit die eben dann nicht mit in einer Linie sich befinden. Da bin ich zu perfektionistisch, die Zeit nehme ich mir, das haue ich dann nochmal richtig raus. Jedenfalls diese Vorbereitungsmaßnahmen führe ich jetzt hier aus an all den Bohrlöchern, die man hier sieht. Ziehe dann mein Leerrohr durch, wie gesagt, schneide das auf die Länge zu und gehe dann halt hier so herum. Das Ganze ist aber noch nicht eingegipst. Das werde ich dann im zweiten Schritt machen oder machen lassen durch einen meiner Helfer vielleicht, wenn ich dann hier jemanden wieder vor Ort habe. Und so kann ich zumindest mal ein bisschen Arbeit vorbereiten, die man dann quasi, ja, die dann jemand anders erledigen könnte. Der wesentliche Teil ist tatsächlich diese Arbeit hier da. Ja, da geht die meiste Zeit drauf. Wenn das dann alles mal richtig vorbereitet ist, dann ist das Eingipsen, beziehungsweise je nachdem, was für ein Material man verwendet, ist vielleicht Gips oder Eingipsen nicht das richtige Verb. Spielt aber auch keine Rolle. Jedenfalls ist dann die Montage dieser Dosen ja, der kleinste und schnellste Schritt. Da presst man halt ein bisschen was rein, streicht das glatt und das war's. Also der wesentliche Teil der Arbeit ist die Vorbereitung, wie so oft im Leben. Und so ziehe ich jetzt eben hier meinen Kreis ums ganze Geschoss. Also das ist so dieser Küchenbereich. Die Dosen habe ich jetzt hier schon mal überall eingesetzt. Auch hier kann man ganz viele schwarze Punkte in den Wänden sehen. Die sind auch schon jeweils vorbereitet, durchgebohrt, sodass das Leerrohr eben durchpasst. Das ist ja ein weiteres Problem gewesen, dass diese Unterputzdosen hier, das sind sogar Markendinge, also das ist jetzt keine Ramschware. Dennoch passt da das Leerrohr und so direkt nicht durch. Das muss man immer ein bisschen aufbohren. Mittlerweile, ich habe so einen Stufenbohrer. Ich kann das halt jetzt mit der Bohrmaschine machen. Das geht dann relativ zügig. Aber auch das ist halt ein zusätzlicher Schritt. Und den muss man halt auch machen. Auch das kostet Zeit bei der Anzahl an Dosen. Und so kämpfe ich mich jetzt hier quasi einmal um das Geschoss herum. Werde das alles vorbereiten und dann halt in einer etwas längeren Session das dann alles eben eingipsen. Und dann wäre hier im Erdgeschoss oder zumindest in diesem Zimmer, Esszimmer, Küchenbereich, das eben abgeschlossen. In einigen Bereichen hier im Keller, da sind wir ja soweit schon fertig. Also hier in dieser Ankleide kann man sehen, da hängen schon, sind die Dosen schon eingegipst, die Leerrohre hängen hier herum. Da ist auch irgendwie so eine temporäre Lade- und Ablagestation Platz daraus geworden. Auch hier im Gäste-WC ist das Thema soweit jetzt schon mal vorbereitet und durch. Zumindest in großen Teilen. Da fehlt jetzt noch der Schlitz bzw. die Dosen für das Rollo nachher. Da gab es noch ein bisschen Klärungsbedarf wegen der Durchführung, wegen den Rollokästen. Das ist mittlerweile geklärt, muss ich aber auch an der Stelle noch nachholen. Dementsprechend mache ich mich jetzt hier mal drüber. So viel Neues gibt es jetzt hier nicht. Sind jetzt hier keine wesentlichen Veränderungen eben aufgetreten. Die nächsten Schritte seitens des Bauträgers ist die Sanitär, also die Rohinstallation der Wasserrohre, der Heizung, all das muss auch in den nächsten Tagen und Wochen eben passieren. Da bin ich aber noch in Gesprächen bezüglich der Details. Aber auch das wird dann in einem der nächsten Beiträge zu sehen sein. Ich werde mich auch zwischendurch sicherlich nochmal melden, wenn ich hier vielleicht irgendwie wesentlich vorankomme und das Gefühl habe, da irgendwas zeigen zu können oder wo es eben Sinn macht, etwas zu zeigen. Und ansonsten sehen wir uns halt in einem der nächsten Beiträge wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.